Oh, du bist es. So spät noch am Arbeiten? Die Arbeit des fleißigen Händlers ist nie beendet. Wenn du mich entschuldigen würdest, ich fahre in den Urlaub. Wer kümmert sich ums Geschäft, wenn du im Urlaub bist? Laufkundschaft gibt es eh keine mehr. Wir konzentrieren uns erst einmal auf die Produktion. Und wenn ich zurückkomme, spreche ich mit der Ratsvorsitzenden über die Erschließung neuer Märkte. Und das sind Tribbles, die du da verkaufst? Frisch produziert. Durch Anstrengungen des Managements konnte die Produktion entscheidend optimiert werden. Dann muss es nur noch jemanden geben, der so etwas haben will. Daran arbeite ich. Jedes Schulkind im Lande braucht so eine magische Schiefertafel, wie ich finde. Ich werde das bei der Ratsvorsitzenden ansprechen. Was meintest du noch? Wo befindet sich der Zugang zum Untergrund? Ich meinte gar nichts. Und du hast da nichts zu suchen. Wo genau wurden diese flauschigen Dinger hergestellt? Nicht im Untergrund. Und dieses Plumpsklo führt nicht dorthin? Nein. Dann darf ich es mal benutzen? Oder ist die Spülung kaputt? Ich weiß nichts vom Untergrund. Ich will nur einen ehrlichen Taler verdienen. Warum gönnt mir das keiner? Ich gebe diese Scheußlichkeiten in der Schule ab. Dann bin ich erst mal weg hier. Eine gute Tarnung für einen geheimen Zugang zum Untergrund. Niemand will allzu genau wissen, wohin die Dinge verschwinden, die man auf dem Plumpsklo zurücklässt. Und vor lauter Aufregung hat der Händler auch noch das Vorhängeschloss vergessen. Hallo? Ist da jemand? Ivo? Bist du das? Wilbur, was machst du nur für Sachen? Naja, also, das war nämlich so. Und dann hat er uns nicht hochgezogen. Und dann kam Timmy und meinte, du wärst in der Stadt. Und dann hast du Wilbur gerufen und ich habe... Danke, ich bin jetzt im Bilde. Eine ziemlich lange Geschichte. Ja, aber auch spannend, oder? Und manchmal witzig und ein bisschen traurig und... Was sind die nächsten Schritte? Wie verwandeln wir den Erzmagier zurück? Also, eigentlich wollte ich... jemand anderes sollte... Wilbur wollte abhauen! Was? Also, fliehen. Naja, nicht so richtig. Natürlich nicht. Wir können dieser schrecklichen Van Buren nicht einfach die Stadt überlassen. Und nach allem, was wir wissen, schleicht Munkus hier auch noch irgendwo durch die Gegend. Was unternehmen wir? Als erstes hole ich euch nach oben, schätze ich. Dann können wir zusammen überlegen, wie wir den Erzmagier befreien. Aber Remy hat recht. Solange der Zauberstab nicht zerstört ist, können wir Van Buren nicht besiegen. Meister Alistair wird schon wissen, was zu tun ist. Verlasst euch nicht auf mich. Verlasst euch auf euch selbst und auf eure Freunde. Was? Du musst lauter sprechen. Das hat der Erzmagier immer gesagt. Remy hat ihm geglaubt. Deswegen hat er die Sache selbst in die Hand genommen. Was ist mit Remy? Er verlässt sich auf mich. Ich folge ihm und wir werden einen Weg finden, den Zauberstab zu zerstören. Zieh du die Zombies und Nate nach oben. Und lass dir etwas wegen des Erzmagiers einfallen. Vielleicht können wir uns auch ein wenig gegenseitig helfen. Wir können Gegenstände über den Korb austauschen und über das Loch miteinander reden. Na schön. Klingt wie ein Plan. Hol Esther, Gulliver. Zeit, frische Luft zu schnappen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, Wilbur. Schon gut. Unser zweites Kind wird auf jeden Fall Wilbur heißen. Wie sieht's aus, Nate? Lust, die Sterne zu sehen? Du wartest hier, Timmy. Aber ich kann helfen! Das tust du.
Wenn du angsterfüllte Schreie aus dem Loch hörst, dann lass dir was einfallen. Du wirst Onkel Remy doch finden. Klar. Das Seil hat mir schon 2-mal gute Dienste geleistet. Vielleicht tut es das auch ein 3. Mal. Früher oder später musste es wohl so kommen. Hallo? Noch einer. Jahrelang war niemand hier und jetzt so ein Verkehr? Hallo? Wer ist da? Ich bin Wilbur, sagte der hässliche Zwerg, während er in die Dunkelheit starrte. Hey, ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Gnom. Und Mama sagt, ich bin ein stattlicher kleiner Kerl. Verteidigte er sich, aber die Dunkelheit war wenig beeindruckt. Als nächstes sagte der Zwerg: Wer seid ihr? Und warum kommt ihr nicht ins Licht, damit ich euch sehen kann? Wir können nicht. Wir könnten schon, wir wollen nur nicht. Wir sind Götter. Wir können alles. Ihr seid Götter? Wie vom Blitz getroffen stand er da, während die Implikationen einen wilden Tanz in seinem Kopf vollführten. Eigentlich nicht. Sollten sie aber. Du sprichst mit Göttern. Was genau sind Implikationen? Ey, 2 Kannibalen verspeisen einen Clown, sagt der eine. Der schmeckt aber komisch. Halt die Klappe, ich etabliere eine Stimmung. Wäre es nicht Zeit für ein Rätsel? Nicht, dass ich etwas gegen gruselige Stimmen aus der Dunkelheit habe, aber könnten wir vielleicht ein Licht anmachen? Warum ist es dunkel und wie könnte man für Licht sorgen? Der junge Held stand, umgeben von tiefster Dunkelheit, in einer Säule aus Licht. Und die Stimmen sagten: 2 Trolle schauen den Mond an. Fragt der eine: Was glaubst du, gibt es Leben auf dem Mond? Daraufhin der andere: Klar, es brennt doch Licht. Ganz toll. Wenn ihr Götter seid, könnt ihr dann nicht so etwas sagen wie: Es werde Licht und alles wird hell? Oh, 2 Trolle schauen den Mond an. Fragt der eine: Was glaubst du? Gibt es Leben auf dem Mond? Nicht schon wieder. Klar könnten wir Licht machen. Es könnte auch einfach hell in dieser Höhle sein. Aber wo wäre dann die Herausforderung? Aber, sagte der kleine Zwerg, warum muss immer alles so kompliziert sein? Und stampfte mit dem Fuß auf den Boden. Was? Du musst mit dem Fuß auf den Boden stampfen. Was für Götter seid ihr? Nun, wir sind... Stopp! Er muss erst für Licht sorgen. Ist hier eine Ratte mit Hut vorbeigekommen? Fragte der Gnom mit tapferer Stimme. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass er die Höhlen ohne seinen Freund verlassen würde. Du weißt etwas über Remy? Das nennt man eine Vorahnung. Man benutzt sowas, um sein Publikum bei Laune zu halten. Etwas anderes als völlige Dunkelheit zu zeigen, könnte auch helfen. Erst muss er das Rätsel lösen. Was ist denn nun mit Remy? War er hier? Wo ist er hingegangen? Einen habe ich noch. Sagt ein Beamter zum anderen: Ich weiß gar nicht, warum uns keiner mag. Wir tun doch nichts. Was hat denn das mit der Geschichte zu tun? Danke fürs Gespräch. Ich werde mich etwas umsehen. Nicht ohne Licht. Ey, 2 Kannibalen verspeisen einen Clown.
Den Witz hast du, glaube ich, vorhin schon mal erzählt. Kein Grund, ihn nicht immer und immer und immer wieder zu erzählen. Hey, der ist gut! Außerhalb des Lichtscheins, der durchs Loch hier herunterfällt, kann man die Hand kaum vor Augen sehen. Und ich glaube, ich brauche mehr als eine Fackel oder etwas in der Art. Es klingt, als sei ich hier in einer ziemlich großen Höhle. Rauf ist ja noch schlimmer als runter. Wilbur, hast du Onkel Remy schon gefunden? Noch nicht, aber ich arbeite dran. Mit Hilfe des Korbs können Ivo und ich Gegenstände austauschen. Sehr praktisch, wenn einer von uns mal nicht weiterkommt. Ivo! Was gibt's? Ich bräuchte für meine Suche nach Remy etwas, mit dem ich eine ganze Höhle ausleuchten kann. Ich werde die Augen offen halten. Danke. Nicht, dass ich mich nicht sehr freuen würde, aber warum bist du eigentlich in Seefeld? Ich wollte mit Erzmagier Alistair sprechen. Es gibt da Probleme. Solange es nicht ums Wetter geht, wird er dir momentan nicht viel weiterhelfen können. Mein Problem kann warten, hoffe ich. Munkus ist seit dem Kampf im Lehrerzimmer wie vom Erdboden verschwunden. Glaubst du, er ist noch in der Stadt? Ich befürchte ja. Wie Motten vom Licht werden Hexenmeister von Macht angezogen. Ein kleines Mädchen mit anscheinend grenzenloser Zauberkraft? Er wird alles versuchen, um das für sich zu nutzen. Und er kann sich in jeden verwandeln. Pass bloß auf, wem du da oben vertraust. Wer sagt, dass er hier oben ist? Er könnte genauso gut dort unten bei dir sein. Wir müssen beide die Augen offen halten. Remy hat erzählt, in der Stadt ist vieles verwandelt worden. Ist es wirklich so schlimm? Einige Gebäude hat es schwer erwischt. Aber nichts, was man nicht mit ein paar Fackeln regeln könnte. Schlimmer ist, dass auch einige Bewohner verwandelt wurden und sich niemand mehr traut, seine Meinung zu sagen. Das ist schlimm. Van Buren ist von ihrer Macht wie berauscht. Sie will die Welt verändern und leider hat sie auch die Mittel dazu. Zum Glück bist du da, Ivo. Wir werden sie aufhalten. Wäre nicht das erste Mal. Wo ist die Ratsvorsitzende? Lass dich da oben bloß nicht von ihr erwischen. Sie ist auf dem Weg zum Elfenhain. Will meiner Mutter einen Besuch abstatten. Machst du dir gar keine Sorgen? Am Elfenhain wird sie sich die Zähne ausbeißen. Man kann einen elfischen Schutzzauber nicht mit Menschenmagie brechen. Verstehe. Stellt sich also nur die Frage, wie lange Van Buren braucht, das herauszufinden. Sie wird wütend sein. Besser, wir sind da nicht mehr hier. Ich muss weiter. Lass dich nicht erwischen. Mach's gut, halt die Ohren steif.